Peace, Leute, willkommen zu einem Rewards Day Video, denn heute ist mal wieder Rewards Day. Bruh. Egal, auf jeden Fall, Top 100 Rewards sind am Start und das Team of the Week ist okay mit Lewandowski. Son ist auch am Start im Team of the Week. Das sind auch die beiden einzigen Karten, die ich haben möchte, egal ob in Schwarz oder in Rot. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein und öffnen die Packs. Okay, bevor wir die Packs öffnen, müssen wir sie natürlich erstmal abrufen. Welchen Platz? 17. Platz der Welt. Die Nummer 17 nehmen wir auf jeden Fall mit. 30-0 haben wir am vergangenen Wochenende mit der Dreierkette geholt. Wer sich immer noch nicht den Formation Guide zur Dreierkette angeguckt hat, könnt ihr euch gerne auf jeden Fall mal geben. Einfach auf dem Channel nachgucken, werdet ihr sofort finden. Das bedeutet, wir kriegen 5 rote Karten, ein 11er Inform Set, 400k Sets. Die werden wir heute nicht öffnen, wie ich das ja schon beim letzten Mal erwähnt habe. Alle 100k Sets oder alle normalen Packs werde ich bis zum Team of the Season aufbewahren. Sowohl aus den Foot Champions Rewards als auch aus Division Rivals. Und jetzt haben wir hier schon Pick 1 bis 5. Wir fangen einfach ganz, ganz normal mit der Nummer 1 an. Wir gehen der Reihe nach. Und im ersten Pick haben wir 88er Pablo Sarabia. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine 88er Karte kann man immer gebrauchen für eine SPC. Ich werde ihn nie spielen, auch wenn er, ja, okay Stats hat. Packen wir den mal in den Verein. Zweiter Pick. Come on, Son. Son wäre übertrieben nice, weil den könnte ich dann als Super Sub auch für den LQ Qualifier benutzen. So, Pick Nummer 2. Auf, komm, komm, komm. 87er Iličić und 86er Anderson Talisca. Talisca natürlich auch eine nice Karte. Aber da ich beide nicht spielen werde, nehme ich den mit dem höheren Rating. Und das ist Iličić. Iličić. Ey, wenn wir nachher beim 11er Inform Set diese Spieler ziehen würden alle. So ein Talisca und 87er und 88er Sarabia und so. Das wäre schon nice. Okay, 88er, 87er. Jetzt gehen wir der Reihe nach runter. Das wäre nicht nice. Ah, hier ist egal. Hier ist eigentlich ziemlich egal. Wenn wir von denen nehmen, wir nehmen einfach Hugo Mayo oder Mallo und machen weiter direkt mit dem nächsten Pick. Nicht der Rede wert. Ein Ausrutscher kann immer dabei sein. Zwei Ausrutscher können auch immer dabei sein. Jajic nehmen wir mit. Hier, komm. Und im letzten Pick kommt jetzt nochmal ein Big Boy, Son oder Lewandowski. Nein. Sarabia zweimal am Start, ne? Zweimal in 88er. Wir nehmen De Rossi mit. Und ja, gut vom Rating her, 87er und 88er, aber kannst du eigentlich keinen von denen gebrauchen. Alles SPC-Karten. Machen wir weiter, gehen direkt in den Shop. Aber vorher holen wir noch ganz kurz die Division Rivals Rewards, auch wenn ich jetzt hier nicht öffnen werde. Wir nehmen die Untrade-Variante, 225k Packs. Und dementsprechend sammelt sich das langsam an. Im Shop. Da ist schon einiges jetzt zusammengekommen schon. Ein paar 100 Castles sind ja auf jeden Fall am Start. Ein paar ultimative Packs auch. Da wird auf jeden Fall noch was kommen bis zum Team of the Season. Und jetzt öffnen wir dieses Elva Inform Set. Ein Lewandowski oder ein Son wäre auf jeden Fall Jackpot. Komm. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht, EA. Komm. Brasilien, Talisca, nee, wer ist das? RM, doch, Talisca, ach, RM-Karte ist das sogar. 86er, Anderson, Talisca am Start. Das bedeutet, wir haben keinen Son. Lewandowski sowieso nicht. Sarabia auch nicht. Iličić nicht. Kann, was kann da noch sein? Kann da noch was sein? Vardy, oh, Vardy, das ist natürlich noch nice. Der dürfte bestimmt was kosten. Jo, Vardy nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist nice. An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Talisca, okay, ja. Dante natürlich auch nichts. De Rossi vielleicht noch, nö. Aber gut, all, die sind alle so um die 30.000 Coins wert. Hier die 85er, die 86er, der ist vielleicht 40.000 Coins wert. Ah, nicht ganz. Vardy über 100.000 Coins, das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Und ja, natürlich geht es besser, aber es wäre auch deutlich schlechter gewesen, wenn Vardy zum Beispiel gar nicht am Start wäre. Dementsprechend, okay.
eigentlich schon ziemlich traurig, dass man damit zufrieden ist, ne? Weil die letzten Jahre war es halt deutlich immer besser. Aber es ist, wie es ist. Ich bin raus. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Peace out und ciao.